Es war einmal ein großer König, der einen Zauberer darum bat, ihm einen wirklich mutigen Menschen für eine gefährliche Mission zu finden. Nach langer Suche brachte der Zauberer 4 Männer vor seinen Meister. Der König wollte den mutigsten herausfinden und der Zauberer sollte einen Test dafür erschaffen. So gingen der König, der Zauberer und die 4 Männer an den Rand eines weiten Feldes, an dessen anderem Ende eine Scheune stand. Der Zauberer klärte über das Vorgehen auf. Jeder Mann kommt einmal dran. Er wird zur Scheune gehen und bringen, was dort drin ist. Der erste Mann ging über das Feld. Plötzlich brauste ein furchtbarer Sturm auf. Blitze zuckten, Donner rollte und der Boden bebte. Der Mann zögerte. Er fürchtete sich. Als der Sturm immer stärker wurde, fiel er ängstlich zu Boden. Dann ging der zweite Mann über das Feld. Der Sturm wurde so stark, dass er zum Orkan wurde. Der zweite kam weiter als der erste, doch schließlich fiel auch er zu Boden. Der dritte rannte los und überholte die anderen 2, aber der Himmel öffnete sich, der Boden zerteilte sich und die Scheune wackelte und krachte bedenklich. Der dritte Mann fiel zu Boden. Der vierte begann ganz langsam zu gehen. Er fühlte seine Füße auf dem Boden. Sein Gesicht war weiß vor Angst. Er fürchtete sich am meisten davor, als Feigling dazustehen. Langsam ging er an dem ersten Mann vorbei und sagte zu sich selbst: Soweit ist alles gut mit mir. Nichts ist passiert. Ich kann ein Stückchen weitergehen. So ging er Schrittchen für Schrittchen, zentimeterweise zur Scheune. Er gelangte schließlich dorthin und kurz bevor er den Türgriff berührte, sagte er: Soweit ist alles gut mit mir. Ich kann noch ein bisschen weitergehen. Dann legte er seine Hand auf die Klinke. Sofort hörte der Sturm auf. Der Boden war wieder ruhig und die Sonne schien. Der Mann war erstaunt. Vom Innern der Scheune kam ein schmatzendes Geräusch. Einen Moment lang dachte er, dass das etwas Gefährliches sein könnte. Dann dachte er: Mir geht's immer noch gut, und öffnete das Tor. Innen fand er ein Pferd, das Hafer fraß. Daneben stand eine weiße Rüstung. Der Mann legte sie an, sattelte das Pferd, ritt zum König und dem Zauberer und sagte: Ich bin bereit, mein König. Wie fühlst du dich? Fragte der König. Soweit ist alles in Ordnung mit mir, sagte der Mann. Hey, willkommen zurück bei meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Heute in der 4. Folge der 2. Staffel Angst, do it yourself. Am Anfang erfährst du in 3 Punkten alles, was du wissen musst, um Angst zu verstehen. Woher sie kommt, was sie macht und wie viel davon gesund ist. Danach habe ich noch 5 Tipps für dich, wie du deine Angst entschärfen kannst. Und zu guter Letzt nehme ich dich noch mit auf eine Reise zu deiner inneren Quelle, aus der du jederzeit Ruhe, Entspannung und innere Stabilität schöpfen kannst. Ab geht der Peter! Angst. Woher sie kommt, wohin sie geht. Erstens. Angst und Wut haben was gemeinsam. Es sind beides Gefühle, die, wenn sie uns wirklich ergreifen, stark genug sind, um uns die Realität und alle guten Vorsätze, die wir doch eigentlich hatten bis gerade eben, vergessen lassen.
Es ist so leicht manchmal, sich von den beiden überzeugen zu lassen, Dinge zu tun oder Entscheidungen zu treffen, die wir im Nachhinein bereuen. Und dann fragen wir uns, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht einfach mal ausgesprochen? Wenn einige Zeit vergangen ist und wir sehen, dass die erste Idee vielleicht doch die richtige gewesen wäre. Soll ich ein Beispiel machen? Nicht? Ach so, du weißt genau, was ich meine. Okay, dann komme ich jetzt zu... Zweitens. Dass wir Angst als etwas sehr Unangenehmes empfinden, liegt auch daran, dass wir oft nicht wissen, wie wir sie aus unserem System wieder rauskriegen sollen. Bei Wut legt sich ein Schalter um. Und wenn unser System die Grenze des Aushaltens erreicht hat, dann knallt's eben. Danach finden wir im Außen vielleicht ein Bild der Zerstörung vor und bereuen unseren Ausbruch zutiefst. Aber zumindest innerlich ist der Druck erstmal raus aus dem System. Für Angst haben wir diesen automatischen Schalter nicht. Wenn Angst in uns entsteht, größer wird, unseren Herzschlag beschleunigt, uns den Schweiß auf die Stirn treibt und Panik ausbricht, werden wir blind, können nicht mehr klar denken und laufen wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend. Wir schlafen dann viel zu wenig und viel zu schlecht. Angst verleitet uns dazu, dass wir uns in Abhängigkeiten begeben, die uns einschränken, beziehungsweise von denen wir uns aus eben dieser Angst einschränken lassen. Faule Kompromisse, wie das Weiterführen einer toten Beziehung, der Kinder zuliebe, oder das Weiterarbeiten in einem Job, in dem du unglücklich bist und von dem du dich dauergestresst fühlst. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, Angst verleitet uns dazu, uns in ungesunden Beziehungen zu halten. Und sie erschwert uns etwas, was wir im Leben immer und immer wieder mal tun müssen, wenn wir vorangehen und nicht auf der Stelle treten wollen. Das loslassen können. Drittens. Ayurvedisch betrachtet ist jedes Gefühl eine Energie, die in uns entsteht und die wir lenken können. Das habe ich in den beiden Folgen vorher ja schon erwähnt. Die innere Quelle, aus der deine Angst erwächst, ist dieselbe, aus der sonst auch deine Kreativität kommt. Deshalb können wir uns auch immer die unglaublichsten Szenarien ausmalen, wenn wir Angst haben. Es ist dieselbe Quelle, aus der deine Flexibilität auf Veränderungen gesund zu reagieren und deine Anpassungsfähigkeit, zum Beispiel auch das Loslassen können, kommt. Wie diese Trinkwasserquelle, über die ich in der Wutfolge schon gesprochen habe. Die Energie, die dort schlummert, kannst du zu Flexibilität, Kreativität oder Anpassungsfähigkeit machen, so wie du aus Quellwasser Bier oder Tee oder Limonade machen kannst, je nachdem, was du eben gerade brauchst. Wenn du dich daran erinnern kannst, wie das ist, wenn die Angst dich mitten im Alltag im Genick packt, kreischend losrennt und dich einfach hinterher schleift, bevor du überhaupt weißt, wie dir geschieht, dann weißt du jetzt zumindest auch, wie viel Energie dir zur Verfügung gestanden hätte, diese Situation zu lösen, indem du dir eine kreative Lösung ausdenkst oder einen friedlichen Umgang mit den neuen Umständen findest, beziehungsweise einen gesunden, heilsamen Abschied gefunden hättest. Angst ist nützlich in geringen Dosen, denn sie will uns darauf aufmerksam machen, dass etwas gefährlich wird. Nicht mehr und nicht weniger. Und solange es in diesem Rahmen bleibt, ist sie ein wichtiger Signalgeber und auch gesund. Also, auch hier gilt, wie immer, alles eine Sache der Verteilung. Und genau an dieser Stelle kommen, wie in der letzten Folge, meine 5 Tipps, wie du deine Angst in ihre Grenzen weisen kannst, ins Spiel.
Denn auch aus dieser Energiequelle willst du so viel gute Energie wie möglich schöpfen, um Abenteuer und Schritte in deinem Leben machen zu können, die dir deine großen Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Um ungefiltert deine Intuition hören zu können, die dir sagt, was das Richtige für dich ist. Um Abschied nehmen zu können oder, wenn es sein muss, dich von Lasten zu befreien, die deinen Weg unnötig erschweren. Kurzum, du möchtest jeden Tropfen deiner Energie aus dieser Quelle nutzen, um sie in all das zu investieren, was ein glückliches Leben für dich bedeutet. Und was du auf keinen Fall willst, ist, all diese Kraft dein Leben lang in Verzweiflung, endlose Rundfahrten im Gedankenkarussell und Stillstand zu investieren und all das, wovon dir andere mit strahlenden Augen erzählen, nie selbst erfahren zu können auf deine ganz eigene Weise. Die folgenden 5 Blickwinkel werden dir helfen, deiner Angst einen Platz zuzuweisen, wenn sie das nächste Mal kreischend losrennt und dich hinter sich herschleifen will. Erstens. Die meisten Ängste sind ja nicht rational begründet. Und Ängste können oft viel größer sein oder sich zumindest so anfühlen als das eigentliche Problem. Jeder, der wie ich eine Phobie vor irgendwas hat, Spinnen zum Beispiel, oder der jemanden kennt, der eine Phobie vor irgendwas hat, weiß an dieser Stelle, was gemeint ist. Als ich nach langer Zeit wieder allein gewohnt habe, hatte ich in den ersten Wochen zum Beispiel ständig Angst, ich könnte vergessen, den Herd auszuschalten. Als mein bester Freund verstorben war, hatte ich wochenlang panische Angst, dass ich selbst auch sterben würde. Unser Unterbewusstsein, welches du in Folge 4 in der ersten Staffel schon ganz gut kennengelernt hast, kann einfach nicht so gut mit unbekannten oder schwammigen Situationen. Es weiß nämlich oft nicht so richtig, wie es sie einordnen soll. Ist es jetzt gut oder schlecht? Was bedeutet das für mich? Könnte mir das auch passieren? Fragt es sich die ganze Zeit. Es braucht also ein Weilchen, sich an neue Situationen und Umstände zu gewöhnen und reagiert bis dahin erstmal mit etwas Misstrauen und wilden Fantasien, wie es jetzt weitergehen könnte. Es will ja schließlich vorbereitet sein, falls der Weltuntergang kommt. Wenn dir das in dem Moment, in dem dein Unterbewusstsein mit Bildern und Möglichkeiten spielt, um sich zu ordnen und seine Orientierung wiederzufinden, nicht bewusst ist, entsteht dieses Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist. Du wirst unruhig und die Angst kriecht dir den Nacken hoch. Wenn das mal wieder so kommen sollte, frag dich, was ist gerade los in meinem Leben? Was verändert sich gerade oder hat sich schon verändert? Was inspiriert meine Angst dazu, sich solchen Mist auszudenken? Wo hat sie diese Idee denn schon wieder her? Und wenn du feststellst, dass dein Unterbewusstsein sich schon alle Worst-Case-Szenarien ausgemalt hat, dann greif auch du auf diese Quelle zu, aus der die Angst kommt, und hol dir dort lieber etwas Kreativität raus, um dir bewusst zu jedem Worst-Case-Szenario einen Gegenentwurf auszumalen. Kann schon sein, dass ich die Herdplatte aus Versehen anlasse und alles abbrennt, könnte aber auch sein, dass genau das nie passiert und ich mich nach einer Weile sicher, wohl und wunderbar in diesem Zuhause fühlen werde und in meiner neuen Heimat. Manchmal reicht es schon festzustellen, dass sich gerade einiges verändert und dass daher diese diffuse Angst kommt. Als ich nach dem Tod meines Freundes dachte, ich müsste selbst auch sterben, es aber keinen Anhaltspunkt gab, warum das so sein sollte, konnte ich diese Angst erstmal so stehen lassen. Wenn du ahnst, dass deine Angst ihre Wurzel in einer Veränderung hat, lehn dich also zurück und lass sie einfach. Wahrscheinlich verschwindet sie von selbst, wenn du dich in dieser neuen Phase eingelebt hast.
Bis dahin, plane ein Entspannungsbad oder eine Yogastunde mehr die Woche ein. Sie ist da und sie darf da sein. Sie stört ein bisschen, okay. Aber du hast das überprüft, eingeschätzt, dass sie nur ein Ausdruck für deine Unsicherheit im Moment ist und brauchst dich nicht an den Haaren von ihr durch die Gegend schleifen zu lassen. Die einzige Frage, die dich an dieser Stelle noch beschäftigen sollte, ist die, wie du diese Zeit, in der dein Nervenkostüm etwas angespannter und du etwas empfänglicher bist für deine Angst als sonst, so angenehm wie möglich verbringen kannst. Frag dich, was kann ich heute tun, um mich wohler zu fühlen? Und was kann ich die nächsten Wochen tun, um mich so stabil und wohl wie möglich zu fühlen, bis diese Phase abklingt? Ach ja, die innere Mutti für dich selbst. Ich wusste, wir sehen uns wieder. Zweitens. Mach deine Angst zu einer Person. Du bist nicht deine Angst. Deine Angst ist nur ein Teil deiner Gefühlswelt. Vorgestern war Wut da, gestern Glück und heute eben mal Angst. Das ist das Auf und Ab des ganz normalen Wahnsinns. Wenn Angst uns überkommt, fühlt sie sich oft übermächtig an. Nimm ihr diese Macht und entzaubere sie. Guck sie dir an, wie sie mit wüstem Haar, weit aufgerissenen Augen, kreischend mit den Armen rudert und völlig planlos im Kreis läuft. Ah! Setz dich auf ihre Bettkante. Atme tief durch. Klopfe mit der rechten Hand auf den Platz neben dir und sag ihr: So, jetzt setz dich erstmal hin. Wenn du durch die Gegend wetzt wie ein aufgescheuchtes Huhn, kann ich dich einfach nicht ernst nehmen und wir kommen hier zu gar keinem Ergebnis. Und wenn sie dann neben dir sitzt und nervös an ihren Klamotten rumzupft und dich etwas bockig und misstrauisch anguckt, frag sie: Okay, pass auf. Wir beide sind hier unter vier Augen. Alles, was du mir jetzt sagst, bleibt unter uns. Was ist denn wirklich dein Problem? Wovor hast du wirklich Angst gerade? Und sie wird dir antworten. Manchmal wirst du echt überrascht sein, was da aus ihr rauskommt. Und wenn sie dir dann erklärt, dass sie glaubt, dass du deinen Job verlieren, deine Frau dich verlassen und die Welt untergehen wird, dann kannst du mit ihr darüber reden und ihre Fantasien auf Realität prüfen. Du wirst ihr antworten können: Klar kann das passieren, dass meine Frau uns verlässt. Das wäre total übel, aber ich bin sicher, wir würden einen Weg finden, damit umzugehen, wenn es denn so wäre. Aber bisher, ehrlich gesagt, hast du schon so oft gedacht, sie verlässt uns und es ist nie passiert. Also beruhig dich bitte und lass uns da erst Energie reinstecken, wenn es wirklich so sein sollte. Außerdem, kannst du dich noch erinnern, als meine erste Frau uns verlassen hat? Das war ganz schön hart. Stimmt. Aber wir haben das doch gepackt am Ende, oder? Siehst du. Also lass uns in diesen Gedanken nicht so viel Energie reinstecken. Das können wir nämlich immer noch machen, wenn es wirklich mal so weit kommen sollte. Sag ihr abschließend: Du kannst ruhig hier bei mir sein. Ich höre dich. Aber mit diesem Gekreische und diesem panischen im Kreis gelaufe ist jetzt erstmal Schluss. Das stresst mich einfach zu sehr. Außerdem kann ich nicht nachdenken, wenn du mich die ganze Zeit nur verrückt machst. Drittens. Ein weiterer
Guter Grund, sich von deiner wirren, kreischenden Angst nicht an den Haaren durch die Gegend ziehen zu lassen, ist folgender. Du willst deine Intuition hören. Denn nur dann kannst du Lösungen entwickeln und gute Entscheidungen für dein Leben treffen, die dich am Ende dahin bringen, wo du sein möchtest. Deine Intuition ist eine konstante, leise, sanfte innere Stimme. In dem Moment, wo sich eine kleinere oder größere Veränderung in deinem Leben abzeichnet, kann sie dir meistens recht schnell sagen, wie du diese Veränderung nutzen kannst, um dich weiterzuentwickeln, daran zu wachsen und näher an deine Ziele zu gelangen. Aber deine Intuition ist viel gechillter als deine Angst. Sie ist die erwachsenere, coolere von beiden und weiß, dass laute Konflikte sich nicht lohnen. Wenn also etwas passiert, lehnt sie sich erstmal zurück, guckt sich das Schauspiel an und weiß dann eigentlich auch schon, wie sie die Situation nutzen kann und auch, wie du damit klarkommen kannst. Wenn aber in dem Moment, wo eben irgendwas anders läuft als erwartet, sofort die Angst mit wirrem Haar, schiefer Brille, mit rudernden Armen laut kreischend losrennt, wirst du die Intuition nicht hören können. Das wird ihr nämlich alles ganz schnell zu blöd. Sie weiß, dass es nichts bringt, die Angst mit noch lauterem Gebrüll zu übertönen. Also geht sie zur Seite und wartet erstmal darauf, dass du ein Machtwort sprichst. Immerhin. Du weißt doch sicher selbst am besten, wem von beiden du zuerst zuhören willst. Und da verlässt sie sich dann auch drauf. Du machst das schon. Viertens. Manchmal gibt es auch Dinge, von denen wir schon vorher wissen, dass sie uns begegnen werden und dass wir Angst vor ihnen haben werden. Zahnarztbesuche, Sorgerechtsanhörungen, Abschlussprüfungen, ein neuer Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Wenn du weißt, dass eine solche, für dich unangenehme Situation auf dich zukommt, plane ein bisschen im Voraus. Es wird anstrengend. Also sammel in den Stunden und Tagen vorher Kraft, indem du dich verwöhnst, dich mit Personen umgibst, die dich bestärken und alles meidest, was dich nervös werden lässt. Vor allem Menschen, die ein sehr negatives Denken und Weltbild haben und von denen du dich schnell entmutigen lässt, aber auch Aufgaben, die dich zu sehr anstrengen und verzweifeln lassen, sind hier fehl am Platz. Wenn du siehst oder spürst, dass deine Angst sich schon wieder startklar macht, anfängt, sich die Haare zu raufen und nervös auf ihrem Stuhl hin und her zu rutschen, guck sie sehr, sehr streng an und sag ihr: Pass mal auf. Das kann ich jetzt gerade gar nicht brauchen. Du wartest jetzt erstmal. Wenn's schief geht, kannst du immer noch loslaufen, aber jetzt will ich erstmal Ruhe, sonst kann ich mich nicht vorbereiten. Ist das klar? Denk dran. Deine Angst kommt nicht von außen, sondern sie entsteht in dir. Also entscheidest du darüber, ob sie spielen gehen darf oder nicht und nicht andersrum. Basta. Deine Angst ist ein Schisser und sie vertraut dir. Liebevolles Regeln und Grenzen setzen geben ihr Sicherheit und Orientierung. Und wenn du deine Angstsituation dann gemeistert hast, egal ob gut oder eher so mittelmäßig, ruh dich aus danach. Dein Unterbewusstsein und deine Angst können sich so besser merken, dass alles am Ende nur halb so schlimm war und bleiben beim nächsten Mal vielleicht etwas gelassener. Fünftens. Da Angst etwas ist, was sich ganz schnell auf körperlicher Ebene abspielt, zum Beispiel indem sie uns nicht schlafen lässt, wir Herzrasen oder sogar eine waschechte Panikattacke bekommen können, mit Atemnot und allem, was dazugehört, kannst du sie auch über deinen Körper kontaktieren und bändigen. Dein Herz zum Beispiel
ist ein Organ, was unheimlich schnell auf deine Gefühle reagiert und seine Arbeit an sie anpasst. Es ist ziemlich gut mit deinem Nervensystem connected und erhält neue Infos aus deinem Nervensystem als erstes. Deswegen ist Herzrasen auch eines der ersten Symptome, die wir wahrnehmen, wenn Angst sich über unseren Körper ausdrückt. Du kennst wahrscheinlich schon meine drei Lieblingsübungen, die du runterladen kannst, nachdem du dich für den Newsletter auf meiner Webseite eingetragen hast. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du mit einer ähnlichen Übung wie der letzten von den dreien über deinen Körper deine Angst beruhigst. Denn dadurch, dass Herz und Atmung so verbunden sind mit deinen Nervenbahnen, kannst du das ganze Spielchen nämlich auch rückwärts spielen und dafür sorgen, dass dein Nervensystem deinem Unterbewusstsein meldet, dass Angst gerade völlig fehl am Platz ist. Diese Übung wird dir vor allem weiterhelfen, wenn du jemand bist, der von seiner Angst regelmäßig nahezu gewürgt wird. Wenn du zu Panikattacken neigst, ist es wichtig, dass du etwas hast, worauf du jederzeit zurückgreifen kannst. Und dazu ist die folgende Übung da. Mach sie täglich vor dem Einschlafen. Du wirst merken, dass du mit jedem Mal weniger Zeit brauchst, bis dein Körper darauf reagiert. Und spätestens nach ein paar Wochen wirst du wissen, dass du dir einen Anker erschaffen hast, auf den du sogar mitten am Tag, egal wo du gehst und stehst, einfach zurückgreifen kannst und die Panik ausbremsen kannst, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Falls du gerade Auto fährst oder irgendwas anderes tust, wo du aufmerksam sein musst, mach diese Übung später, wenn du dich in Ruhe hinsetzen oder, noch besser, hinlegen kannst. Mach's dir bequem. Leg dich auf dein Sofa oder auf dein Bett, auf den Rücken. Leg deine Arme links und rechts neben dir ab. Und atme tief ein. Schließ deine Augen. Atme tief ein und konzentriere dich darauf, wie dein ganzer Brustkorb und dein Bauch sich mit Luft füllen, wenn du einatmest. Und lass dann die Luft über deine Lippen entweichen, während du ausatmest. Atme wieder tief durch deine Nase ein. Und während du ausatmest, durch deinen Mund. Lass die Luft einfach entweichen, ohne dich anzustrengen. Es braucht überhaupt keine Muskelarbeit, damit du ausatmen kannst. Lass sie entweichen, spür, wie deine Bauchdecke nach unten sinkt und wie sich deine Lungen völlig entleeren von der Luft. Erst wenn du spürst, dass auch das letzte bisschen Luft aus deiner Brust entwichen ist, atme wieder tief durch die Nase ein und halt die Luft kurz an. Lass dann die Luft wieder entweichen über deinen Mund. Langsam und ohne Druck. Atme wieder ein durch die Nase, tief,
Füll deinen ganzen Brustraum, deinen ganzen Bauch mit Luft und lass sie wieder über die Lippen entweichen. Vielleicht merkst du jetzt schon, dass dein Körper ein bisschen schwerer wird und dass du sehr, sehr bequem liegst. Atme wieder tief durch die Nase ein. In dem Moment, wo die meiste Luft sich in deinem Körper gesammelt hat, halt die Luft kurz an und konzentriere dich auf deinen Herzschlag. Du wirst merken, dass nach einer Weile, wenn du das so gemacht hast, dein Herzschlag sich verlangsamen will. Das ist gut. Und es liegt in der Natur deines Körpers, das zu tun. Denn dein Herzschlag orientiert sich an deiner Sauerstoffzufuhr. Und dadurch, dass du so tief ein- und ausatmest seit einigen Minuten, spürt dein Körper langsam, dass er diesen schnellen Herzschlag gar nicht braucht gerade. Atme über deine Lippen wieder aus und während die Luft entweicht und du spürst, wie sich dein Bauch und dein Brustkorb langsam absenken, spür auch in dein Herz rein, wie es sich anfühlt, dass es langsam seine Geschwindigkeit drosselt. Atme tief durch deine Nase wieder ein und durch den Mund wieder aus. Genieß dieses Gefühl, wenn der Druck sich abbaut, weil die Luft über die Lippen langsam entweichen kann, ohne dass du Kraft dafür brauchst. Und genieß, dass alles in deinem Körper bis in die kleinste Faser anfängt zu fließen. Wenn du das nächste Mal tief ausatmest, spür rein in dieses Fließen. Und verfolge es bis in deine Zehenspitzen. Fühle, wie angenehm schwer sich dein ganzer Körper jetzt anfühlt. Wie gut es ist, dass du hier liegst. Und dass alles, was du brauchst, eigentlich nur dein Atem ist. Du kannst diese Übung so lange fortsetzen, wie du möchtest. Und ich komme jetzt zum Mantra der Woche. Soweit ist alles gut mit mir. Angst und Wut haben noch etwas sehr Wichtiges gemeinsam. Beide werden größer und unkontrollierbarer, je länger wir uns einreden, sie wären nicht da oder vor ihnen weglaufen. Die Angst und auch die Wut verschwindet, wenn du dich beruhigst. Und beide verpuffen umso schneller, je zügiger wir uns ihnen widmen, sie ansehen und ihnen den Platz zuweisen, an den sie gehören. Alles in diesem Universum hat seinen Platz. Deine Wut und auch deine Angst.
Es ist deine Aufgabe, ihnen ihren Platz zuzuweisen. Dann wird es dir auch leichter fallen, deine Intuition zu hören, um deinen Platz zu finden. Falls du dir meine drei Lieblingsentspannungsübungen oder die Übung aus der heutigen Folge in der vollen Länge runterladen willst, trag dich jetzt in meinen Newsletter ein. Den Link findest du im Beschreibungstext dieser Episode oder direkt auf meiner Webseite www.burnout-coaching-berlin.de. Übernächste Woche Donnerstag gibt es die letzte Folge aus der Do-It-Yourself-Trilogie. Trauer, Do-It-Yourself. Bis dahin, bleib ruhig, bleib bei dir und vergiss niemals, du bist der Boss, denn alles kommt aus dir. Deine Susi.